Kapitel 9 Wahrnehmung. Seid erneut gegrüßt, ich bin Jeschua. Letztes Mal sprach ich zu dir von der Unschuld Gottes. Das tat ich, um dir zu der Erkenntnis zu verhelfen, dass du als der Sohn Gottes an seinem natürlichen Zustand der Unschuld teilhast. Unschuld ist die Erkenntnis, dass du alles hast. In diesem Zustand kann es keine Angst geben. In diesem Zustand kann es keinen Mangel geben. Es kann keine vorweggenommene Angst geben, denn niemals kannst du weniger als alles sein oder werden. In diesem Sinne bist du vollkommen sicher. Tatsächlich könnte über dich als Sohn Gottes nichts Wahreres gesagt werden, als du als Geist vollkommen sicher bist. Wenn du möchtest, kannst du dir dich selbst vorstellen, wie du in Gottes Armen gewiegt wirst. Du kannst von dir als von einem vibrierenden, freien, umherschweifenden Geist denken, der von seinem ihn liebenden Elternteil die Freiheit bekam, alles, was ist, zu erforschen. Beides wäre wahr. Oder alle Variationen dazwischen. Doch du bist in jedem Fall, in jedem Szenario vollkommen sicher. In deiner Welt betrachtest du das Gegenteil von Unschuld als Schuld. Oftmals erklärte ich dir, dass Schuld die Ursache dieser Welt der Illusion ist. Wenn Schuld das Gegenteil von Unschuld ist, ist der Widerspruch zu deiner Unschuld die Ursache von all deinen Ängsten, von all deinem Elend und von dieser Welt der Illusion. Was außerdem die Ursache dieser ganzen Welt ist, ist deine Wahrnehmung. Über Wahrnehmung möchte ich heute mit dir sprechen. Wahrnehmung entstand nach der Trennung. Das Bewusstsein, jener abgespaltene Teil deines Geistes, mit dem du denkst, dass du denkst, das Bewusstsein entstand nach der Trennung. Die Trennung war, ist und bleibt völlig eine Sache der Fantasie. Als solche ist sie nicht wirklich. Trotzdem erlaubt dir deine Macht als Sohn Gottes, sie für wirklich zu halten und mit großer Intensität alle deine Illusionen, alle deine Ängste, sogar deinen Tod auszuleben. Nochmals sage ich dir aber, dass du vollkommen sicher bist. Wahrnehmung entstand aus Schuld, die das Gegenteil von Unschuld ist. Deshalb entsteht Wahrnehmung durch den Glauben, dass du nicht alles hast, dass du nicht alles bist, dass es etwas gibt, was dir fehlen kann und fehlt. Wahrnehmung erfordert Auswahl. Aber als Geist, der im Zustand der Unschuld existiert, gibt es nur alles. Nichts kann ausgeschlossen werden. Nichts kann eingeschlossen werden. Denn dort gibt es nur alles. In deiner Wahrnehmung, in deiner vorgestellten Trennung, musst du immer notwendigerweise und mit Absicht das wählen, dessen du dir bewusst sein willst. Und das, dessen du dir nicht bewusst sein willst. Es ist die Fähigkeit, sich nicht bewusst zu sein von, die Fähigkeit, die es dir erlaubt, dich getrennt zu fühlen, die es dir erlaubt, dir vorzustellen, allein zu sein. Und ihr alle wisst, dass der Gedanke, vollkommen allein zu sein, scheinbar Angst erzeugt. Wie ist es möglich, dass du dir des Mangels bewusst wirst, dass du fähig wirst,
das auszuwählen, was du in dieser Welt erfahren willst. Höre mir aufmerksam zu. Um überhaupt hierher kommen zu können und noch dazu zu glauben, dass diese Welt der Illusion wirklich ist, war es für dich notwendig, ganz bewusst, einen Teil deines Geistes zu erschaffen, der scheinbar von einem anderen Teil deines Geistes isoliert ist, einem Teil, der sich deiner wahren Natur bewusst ist. So entstand die Fähigkeit zu projizieren. Wenn du projizierst, bedeutet das nicht, einfach Gedanken oder Interpretationen zu nehmen, wenn du es möchtest, und sie auf jemand anderen zu übertragen. Projizieren bedeutet, Bewusstsein zu nehmen und außerhalb deines Bewusstseins zu platzieren. Dies zu tun und in einem Zustand der Unschuld zu bleiben, ist nicht nur absurd, sondern unmöglich. Zum Zweck des Spiels mit deinen schöpferischen Fähigkeiten hast du diese Welt entworfen. Du hast die Menschen, die ihr zu sein scheint, mit gespaltenen Geistern entworfen. Alles ist in dir. Genau so kommt Trennung von innen. Die Trennung weist nur darauf hin, auf welche Weise dein Geist scheinbar gespalten ist. Diese erfundene Spaltung ist die Grundlage deiner Wahrnehmung. Diese Spaltung ermöglicht es dir sogar, dir vorzustellen, dass Illusion wirklich ist. Illusion entsteht, indem man Fragmente des Ganzen nimmt, diese so wahrnimmt, als ob sie getrennte Einheiten wären, und dann aus den isolierten Aspekten Bilder konstruiert, von denen du denkst, dass sie ein vollständiges Ganzes bilden. Um also Illusion überhaupt erfahren zu können, musst du zu fragmentieren beginnen, indem du Teile aus deinem Bewusstsein trennst, die wirklich sind. Es ist deine Projektion, die dir erlaubt, genau das zu tun. Eine Wahl wurde getroffen und in dein Bewusstsein hineingetan, welche, wie ich dir sagte, die Heimat deines Egos ist. Du hast eine Wahl darüber getroffen, was du außerhalb deines Geistes projizieren willst. Du wählst aus, was du für eine Weile innerhalb des Rahmens deines Bewusstseins aufrechterhalten willst. Das, was du innerhalb des Rahmens deines Bewusstseins festhältst, ist das, was du benutzt, um deine Illusionen zu erschaffen. Das projizierst du dann außerhalb deines Geistes und es basiert auf jenen Aspekten des Ganzen, die du auswähltest. Das erschafft deine Wahrnehmung. Deine Wahrnehmung muss auf dem basieren, was außerhalb deines Geistes projiziert wurde. Deshalb produziert Projektion die Wahrnehmung. Nichts davon hätte entstehen können, wenn du nicht zuallererst gewählt hättest, deinen Geist scheinbar zu spalten. Was ist wahre Wahrnehmung? Ich sprach über Erkenntnis und erklärte dir, dass du, solange du in irgendeiner Weise an dieser Illusion von Raum und Zeit festhältst, nicht erkennen kannst. Innerhalb dieser Welt von Raum und Zeit kannst du jedoch wahrhaftig wahrnehmen. Das ist natürlich wahre Wahrnehmung. Deine wahre Wahrnehmung wird dich zur Sühne führen. Wenn du einmal die Illusion von Raum und Zeit verlässt, die Illusion dieses Körpers mit all seinen Zwängen,
was du zu erkennen beginnen. Dann wirst du wahre Freiheit verstehen. Wahre Wahrnehmung entsteht aus deinem bewussten Gewahrsein, wenn du von dieser Ebene aus in deinem Geist nur das erlaubst und nichts als das, was wirklich ist, was wahr ist. Nun höre mir aufmerksam zu. Du, Sohn Gottes, zu dem ich in diesem Augenblick spreche und der du noch mit dem Ego denkst, hast keine Ahnung davon, was wirklich ist und was nicht. Davon, was wahr ist und was nicht wahr ist. Solange du wählst zu denken, auszuwählen, innerhalb deines eigenen Bewusstseins, wird dein Glaube darüber, was wirklich und was nicht wirklich ist, falsch sein. Und es wird dir nicht gelingen, dein eines Selbst zu entdecken. Deshalb bitte ich dich darum, dass du deinen bewussten Geist meiner Führung unterstellst. Wenn du möchtest, stelle mich dir als das Wesen vor, das in diesem Moment zu dir spricht. Stelle mich dir als den Heiligen Geist vor. Stelle mich dir als den höheren Teil deines Geistes vor, der mit dem Heiligen Geist in Kontakt steht und deshalb zu wahrer Wahrnehmung fähig ist. Aber erkenne, dass du mit dieser Quelle in Kontakt sein musst, um wahrhaftig wahrnehmen zu können. Wie beginnst du? Wo fängst du an? Ich sagte dir viele Male, dass die Änderung in einem Augenblick geschehen kann, wenn du möchtest. Und doch scheint es nie so zu geschehen, nicht wahr? Denn solange du den versteckten Wunsch beherbergst, Illusion zu erfahren, solange du das aus deinem bewussten Gewahrsein herausprojizierst, was wahr ist, statt der Dinge, die unwahr sind, blockierst du den Pfad zu deiner wahren Wahrnehmung. Ich erinnere dich noch einmal daran, dass die Erlösung ein einschneidiges Schwert ist. Denn dies ist ein wichtiger Schlüssel zu deiner wahren Wahrnehmung. Wenn du wählst, einen Bruder oder dich wahrhaftig zu sehen, dehnt sich diese Wahrheit mühelos zu dem höheren Aspekt deines Selbst aus. Sie dehnt sich auch zu mir, zum Heiligen Geist und zu allen Wesen aus. Dann kehrt sie zurück in dein Bewusstsein, um für dich die Wahrheit, die du soeben in dein Bewusstsein eingeladen hast, zu verstärken. Hier ist noch ein weiterer äußerst wichtiger Schlüssel. Wenn du deinen Geist zur Ruhe bringst, wenn du still bist, wirst du dir immer des Segens gewahr sein und ihn erfahren, der zu deinem Bewusstsein von dem höheren Aspekt deines Selbst zurückkommt. Denn er hatte seine Geburt innerhalb der Wahrheit deines ursprünglichen Gedankens. Wenn du also in Richtung wahrer Wahrnehmung wachsen möchtest, höre diese Worte, die ich heute spreche, und dann sei still. Denn dann, wenn du innerhalb deines Bewusstseins wahrhaftig von dir oder von deinem Bruder denkst, wird die ganze Welt gesegnet werden. Du wirst in deiner Stille fühlen, wie dieser Segen auf dich zurückkommt. Diese Erfahrung kann und wird aus sich selbst heraus wachsen und dabei so sehr an Schnelligkeit zunehmen, dass du erstaunt sein wirst.
Was von dir benötigt wird, ist dein Fleiß und deine Bereitwilligkeit, still zu sein und zu lauschen. Auch wenn du nicht wählst, auf diese Weise fleißig zu sein, werden ich und das ganze Universum dich kein bisschen weniger lieben, als wir es in diesem Moment tun. Du bist vollkommen frei. Du wirst vollkommen geliebt und du bist vollkommen sicher. Ich ermahne dich also nicht. Ich bin nur hier, um dir einen Weg zu deiner Freiheit aufzuzeigen. Wenn ich dir also vorschlage, wie ich es tat, wie du in Richtung wahrer Wahrnehmung, deinem höchsten Frieden und deiner höchsten Freude wachsen kannst, und wenn du es anscheinend nicht in dem Maße tust, wie du es wünschst oder wie du es beabsichtigst, fühle dich deshalb nicht schlecht. Denke nicht geringer von dir und vor allem liebe dich nicht weniger. Denn du bist ja auf einem Pfad, einem Kurs, der nicht scheitern kann. Während du dir also in deinem Denken neue Ideen, neue Werte bewusst wirst, während du die Worte des Einsseins hörst, von Liebe und Freiheit, und während du dir selbst erlaubst, von dir und deinen Brüdern im Licht jener Wahrheit zu denken, dann wird der höhere Teil deines Geistes die ganze Welt segnen, einschließlich deiner selbst. Derweil du deinem Geist erlaubst, still zu sein, wirst du diese Segnung hören und erfahren. Diese Erfahrung wird sich aus sich selbst heraus vergrößern, wachsen und intensiver werden, bis du eines Tages deine Flügel ausbreiten und diese Wahrheit innerhalb deines Wesens erkennen wirst. Doppelpunkt. Wahrhaftig, ich bin der Sohn Gottes und wahrhaftig, ich bin frei. Ich segne euch, das ist alles.